Moin, willkommen in Hamburg am Bahnhof Dammtor. Im Herbst 2023 hatte ich euch die Machbarkeitsstudie für den Verbindungsbahn-Entlastungstunnel vorgestellt. Es geht um einen geplanten zusätzlichen Tunnel für die S-Bahn zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg Altona. Hier auf der Strecke vom Hauptbahnhof über Dammtor nach Altona liegen 4 Gleise, 2 für die S-Bahn und 2 für die Fernbahn. Wenn solch ein Tunnel gebaut würde, könnten alle 4 oberirdischen Gleise für Fern- und Regionalzüge genutzt werden. Aber ist das überhaupt notwendig? Damals hatten mir Zuschauer in den Kommentaren geschrieben, nicht die Verbindungsbahn ist das Problem, sondern der Bahnhof Dammtor. Die meisten Züge halten dort. Die Züge bremsen dazu ab, stehen am Bahnsteig zum Ein- und Aussteigen und beschleunigen dann wieder. Das dauert deutlich länger, als einen Streckenabschnitt ohne Halt zu durchfahren. Ihr könnt es hier sehen. Ein ICE verlässt gerade den Bahnsteig. Vor dem Bahnhof wartet schon der nächste ICE darauf, dass er einfahren kann. Es würde demnach viel helfen, wenn der Bahnhof Dammtor 2 Gleise pro Richtung für die Fernbahn hätte. Ihr könnt es hier in einer stark vereinfachten Simulation sehen. Oben ist die Fernbahn dargestellt mit 2 Bahnsteigen und 2 Gleisen je Richtung. Der unterste Bahnsteig ist für die S-Bahn. Ein Fernzug, also ein IC oder ICE, ist hier in Weiß dargestellt. Er fährt an der linken Bahnsteigkante des mittleren Bahnsteigs ein. Während dieser Zug am Bahnsteig hält, kann schon der nächste Zug auf dem anderen Gleis einfahren. Das soll hier mal ein Regionalexpress sein, er ist in Rot dargestellt. Während der zweite Zug hält, fährt der erste Zug ab. Das Gleis ist nun frei geworden und es kommt der nächste Zug an, wieder ein Fernverkehrszug. Während ein Zug hält, könnte natürlich auch auf dem anderen Gleis ein Zug ohne Halt durchfahren, zum Beispiel zum Abstellbahnhof Langenfelde. Auf der anschließenden Strecke nach Altona würde ein Gleis pro Richtung genügen, denn auf der freien Strecke können die Züge in dichterer Folge fahren. Die Kapazität des Bahnhofs und der Verbindungsbahn könnte auf diese Weise fast verdoppelt werden. Noch besser wäre es, wenn der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Dammtor auch 4-gleisig ausgebaut würde. Es könnten dann auch 2 Züge gleichzeitig in Dammtor ankommen und dort kurz nacheinander weiterfahren. Auf diese Weise würde der Hauptbahnhof sehr deutlich entlastet. Zwischen Dammtor und Altona würden auch bei dieser Variante 2 Gleise genügen, weil die Züge in Dammtor gewissermaßen vorsortiert werden. Mit Altona ist in diesem Fall der neue Fernbahnhof am Diebsteich gemeint. Er wird vermutlich Altona Nord heißen. Schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an. Wir sehen hier ein ICE, zur besseren Sichtbarkeit durch den Pfeil hervorgehoben. Dieser ICE kommt aus Richtung Hauptbahnhof und fährt in den Bahnhof Dammtor ein. Unten im Bild habe ich eine Stoppuhr mit eingeblendet. Es dauert eine gewisse Zeit, bis der Zug auf der anderen Seite der Bahnhofshalle erscheint. Er fängt dann auch schon an abzubremsen. Auf dem Bahnsteig lässt sich dieser ganze Ablauf schlecht filmen, denn dort stehen verschiedene Aufsichts- und Wartehäuschen. Außerdem warten meist eine Reihe von Fahrgästen auf die nächsten Züge. Es ist deshalb schwer, von einem Punkt aus beide Enden des Bahnsteigs zu beobachten. Nach etwa 1 Minute und 15 Sekunden ist der ICE zum Halten gekommen und die Fahrgäste können aussteigen. Wenn der ICE nach Kiel weiterfährt, würden in Dammtor sicher auch einige Fahrgäste einsteigen. Bei dieser Fahrt wollte offensichtlich niemand aus den vorderen Wagen aussteigen,
denn dort bleiben die Türen geschlossen. Trotzdem dauert es einige Zeit, bis im hinteren Teil des Zuges alle Fahrgäste ausgestiegen sind und bis der Zug weiterfahren kann. Wenn der Halt länger dauert, steigt vielleicht auch jemand mit viel Gepäck aus. Für Fahrgäste kann es interessant sein, in Damto umzusteigen, insbesondere dann, wenn sie auf dem Weg zu Zielen in Schleswig-Holstein sind oder von dort kommen. Die Züge halten hier alle an einem Bahnsteig. Man kann also einfach aussteigen, bleibt auf diesem Bahnsteig und steigt dann in den gewünschten Zug ein, wenn dieser ankommt. Meist wird es zur Zeit der RE7 oder RE70 nach Kiel bzw. Flensburg sein. Von diesen Zügen könnte man in Elmshorn noch einmal umsteigen zu den Zügen in Richtung Westerland. Im Vergleich dazu wären die Umsteigewege in Hamburg Hauptbahnhof deutlich länger. Außerdem herrscht dort oft starkes Gedränge auf den Treppen und Bahnsteigen, denn der Hauptbahnhof wird von sehr vielen Fahrgästen benutzt. Ihr habt es eben schon gesehen, etwa bei 2 Minuten und 35 Sekunden ist der ICE wieder abgefahren. Ihr seht hier auf diesen Bildern das westliche Ende des jetzigen Fernbahnsteigs. Wenn der Bahnhof 4 Gleise für die Fernbahn hätte, würden dort hinter der Kurve die Weichen liegen, bevor die Strecke anschließend zweigleisig weiterführen würde. Vielen Dank und einen schönen Gruß zurück an den freundlichen Menschen im Führerstand der Nordbahn. Das Ausfahrsignal für Gleis 3 steht nicht weit vom Ende des Bahnsteigs. Erst wenn der ICE an dem Signal vorbeigefahren ist, könnte ein nachfolgender Zug einfahren. Es dauert über 3,5 Minuten, bis der ICE den Bahnhof wieder verlassen hat. Wenn Züge nicht halten, durchfahren sie den Bahnhof dagegen deutlich schneller. Ihr seht es hier am Beispiel dieses Zuges. Ein Eurocity aus Kopenhagen kommt aus westlicher Richtung. Diese Züge fahren von Elmshorn aus über die Verbindungskurve an Altona vorbei. Der Zug fährt hier an Gleis 4 durch den Bahnhof Dammtor. Aus Zeitgründen zeige ich dieses Mal nicht den ganzen Vorgang. Ebenso habe ich in diesem Clip keine Stoppuhr eingeblendet. Da die Aufnahme nicht ganz links am Bahnsteigende beginnt, müssen wir etwa 20 Sekunden hinzuzählen. Etwa so lange hat es gedauert, bis der Zug in das Blickfeld der Kamera hineingefahren ist. Nachdem der Zug die Bahnhofshalle durchfahren hat, erscheint er hier wieder an der östlichen Seite und fährt nach Hamburg Hauptbahnhof weiter. Bis der Zug den Bahnhof verlassen hat, dauert es zwischen 1,5 und 2 Minuten. Das ist deutlich schneller als bei einem haltenden Zug. Schauen wir uns nun einmal an, wie viele Züge im Laufe einer Stunde auf Gleis 4 in Richtung Hauptbahnhof durchfahren oder halten. Zuerst kommt um 11.51 Uhr ein ICE an. Er hält hier. Gegen 11.56 Uhr fährt eine Regionalbahn aus Itzehoe ein. Sie hält hier ebenfalls. Gegen 12.02 Uhr kommt der nächste ICE. Dieser Zug fährt ohne Halt durch. Knapp 3 Minuten später, um 12.05 Uhr, kommt schon wieder ein Zug. Es ist der Eurocity aus Kopenhagen. Diesen Zug haben wir bereits gesehen. Er fährt ohne Halt in Dammtor durch, genauso wie dieser ICE, der wiederum 3 Minuten später, also gegen 12.08 Uhr, durchfährt. Nur 2 Minuten danach, um 12.10 Uhr, fährt der RE7 aus Flensburg und Kiel ein. Er hält hier planmäßig. Um 12.14 Uhr kommt ein ICE an, der ebenfalls hält.
Um 12.19 Uhr fährt eine Güterzuglok von CD Cargo durch. 12.22 Uhr kommt ein ICE an. Er hält hier. Danach ergibt sich eine kleine Pause, bis gegen 12.30 Uhr der RE7 aus Kiel hält. Um 12.35 Uhr hält ein weiterer ICE. Der nächste Zug wartet bereits vor dem Einfahrsignal. Es ist dieser Intercity. Um 12.42 Uhr fährt er ohne Halt durch. Drei Minuten später, also gegen 12.45 Uhr, folgt dieser Eurocity nach Prag, der ebenfalls nicht anhält. Um 12.48 Uhr kommt die nächste Regionalbahn aus Itzehoe. Damit ist die betrachtete Stunde vergangen. Ich habe trotzdem noch etwas gewartet. Um 12.59 Uhr fuhr eine Güterzuglok der Press durch. Danach ergab sich noch einmal eine Pause. Zur besseren Übersicht habe ich die einzelnen Züge in dieser Grafik zusammengefasst. Insgesamt sind 13 Züge in einer Stunde durchgefahren oder nach einem Halt weitergefahren. Die zweite Regionalbahn gehört ja aus Fahrplansicht schon zur nächsten Stunde. Die roten Balken zeigen, wie lange die haltenden Züge im Bahnhof gewesen sind. Die grünen Balken stehen für die durchfahrenden Züge. Es ist deutlich zu sehen, dass eine dichtere Zugfolge möglich ist, wenn die Züge nicht halten. Interessant ist auch, dass sich am Ende des Zeitraums zwei recht lange Pausen ergaben, in denen überhaupt kein Zug auf Gleis 4 gefahren ist. Das ist der jetzige Zustand. Mit zwei Gleisen pro Richtung am Bahnhof Dammtor müssten also deutlich mehr Züge auf der Verbindungsbahn fahren können, auch wenn der Rest der Strecke weiterhin zweigleisig bleiben würde. Die spannende Frage ist nun, reicht das auch für den Deutschlandtakt, der in der Zukunft hier umgesetzt werden soll? Der Entwurf für den Deutschlandtakt wurde im September 2022 veröffentlicht. Aus der dort enthaltenen grafischen Darstellung habe ich einmal die Züge für den Bahnhof Dammtor in Richtung Hauptbahnhof als Tabelle zusammengestellt. Die Linienbezeichnungen weichen dabei von den heutigen Bezeichnungen ab, sind aber im Moment wohl eher als Arbeitstitel innerhalb des Planentwurfs zu sehen. FV ist dabei schneller Fernverkehr, FR langsamer Fernverkehr, also etwas wie ein IC2. E wäre ein Regionalexpress und N, Nahverkehr, wäre eine Regionalbahn. Die Züge sind hier nach der Ankunftszeit in Hamburg-Dammtor sortiert. Es sind maximal 15 Züge in einer Stunde. Maximal 15, denn einige davon verkehren nur in der ungeraden Stunde, das heißt also nur alle 2 Stunden. Das sollte auf der Verbindungsbahn möglich sein, wenn in Dammtor 2 Gleise pro Richtung verfügbar wären. Allerdings gibt es 3 mögliche Engpässe. Zu den Minuten 16, 46 und 56 sollen jeweils 2 Züge in Dammtor ankommen. Hier müsste geprüft werden, ob jeweils einer von beiden Zügen in Altona Nord 2 Minuten eher abfahren könnte, ohne dass Anschlüsse verfehlt werden.
Zum Abschluss möchte ich euch noch den jetzigen Streckenverlauf zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Dammtor zeigen. Wenn die Fernbahn bis Dammtor viergleisig werden soll, so müssten zwei zusätzliche Gleise für die S-Bahn gebaut werden. Die S-Bahn müsste dann am Ende des Hauptbahnhofs nach Norden auf neue Gleise geführt werden. Anschließend könnte die S-Bahn parallel zu den vorhandenen Gleisen geführt werden. An der Alster wird eine zusätzliche Brücke erforderlich. Sie könnte optisch im Stil der Lombardsbrücke gestaltet werden. Von der Außenalster aus ist die Sicht auf die Lombardsbrücke schon jetzt durch die Kennedy-Brücke verstellt. Auch westlich der Alster könnten die Gleise im Bereich der Grünanlage neben die vorhandenen Gleise gelegt werden. Erst danach wird es enger. Die Straße Alsterglacis müsste teilweise überbaut werden. Vermutlich müsste für die Stützen eine Fahrspur aufgegeben werden. Der neue Bahnsteig für die S-Bahn könnte vor der Bahnhofshalle liegen. Jenseits vom Bahnhof Dammtor würde die Fernbahn dann auf zwei Gleisen fahren und die S-Bahn ebenfalls, so wie jetzt auch. Theoretisch müsste es also möglich sein, die Leistungsfähigkeit der Verbindungsbahn deutlich zu steigern, auch ohne einen Verbindungsbahnentlastungstunnel zu bauen. Es bleibt noch zu prüfen, ob der Deutschlandtakt mit dieser Lösung problemlos verwirklicht werden kann. In diesem Video habe ich auch nur die Fahrtrichtung zum Hauptbahnhof betrachtet. Die Gegenrichtung muss ebenfalls untersucht werden. Zwingend notwendig ist ein Verbindungsbahnentlastungstunnel also wohl nicht. Man muss nun darüber diskutieren, ob der Tunnel vielleicht auch aus anderen Gründen gewünscht wird, etwa weil ein zusätzlicher Tunnel als Schutzraum für die Bevölkerung im Kriegsfall oder Katastrophenfall gewünscht wird. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.